Mia, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute über ein paar Sachen zu sprechen. Ja. Ich glaube, ist der Fokus heute mal ein bisschen anders, weil heute geht es nicht nur um deine Mountainbike-Professionalität, deine Sportlerkarriere, sondern wir wollen ein bisschen mehr zeigen, wer du bist, was du alles tust und was du kannst. Und das unter dem Fokus, Vorbild zu sein, weil du bist Vorbild nicht nur für leistungsbereite Männer und so weiter, sondern auch vor allen Dingen für Frauen. Und Sichtbarkeit ist ja was ganz Entscheidendes, sodass wir heute mal ein bisschen so über die Powerwoman sprechen wollen. Und da bist du ja wirklich neben anderen eben auch ein prototypisches Beispiel. Du machst ja wahnsinnig viel. Du bist erstens Profisportlerin, du bist jetzt Podcasterin seit neuestem und du bist aber vor allen Dingen auch Psychologin. Also genau die Frage, die uns interessiert, mentale Gesundheit, Stärke, vielleicht auch aus Fehlern zu lernen. Wie gehe ich mit Drucksituationen um? Kann ich mit dir heute besprechen. Und zwar nicht nur, weil du es selber kennst aus dem Profisport, sondern weil du es auch intellektuell einfach als Profi, nämlich als Psychologin, erklären kannst und Dinge mitgeben kannst. Also darum soll es so ein bisschen gehen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf alles, was kommt, auf deine Fragen, auf das Gespräch. Ich glaube, da können wir, also es ist cool, mal über ein bisschen was anderes, außer rein und weg den Sport zu reden. Und deswegen, ja, freue mich drauf. Hast du denn persönlich, sag ich mal, in deiner Biografie genau die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht nicht irgendwo so ganz reinpasst, aber dadurch sozusagen, wenn man sich dann auf seine Stärken konzentriert, die auch zu finden, sich zu akzeptieren? Ja, das ist ein sehr guter Punkt mit diesem, man passt nicht ins Klischee, man passt nicht ins Muster. Das habe ich als junges Mädchen schon sehr viel erfahren, weil ich mit 7 Jahren den Entschluss gefasst habe, ich möchte jetzt kurze Haare haben. Und, weil ich fand das halt cool. Ja. Und naja, wenn du halt dann mit 8, 9, 10, seitdem habe ich kurze Haare und du wirst halt immer als Junge abgestempelt erstmal am Anfang. Also ich habe noch ein Erlebnis gehabt, 5. Klasse, neue Schule, erstes Mal Sportunterricht. Und der Sportlehrer pfeift mich aus der Mädchenumkleide zurück und sagt, die Jungsumkleide ist hier. Okay. Also das war eines der schlimmsten Erlebnisse seit langem. Ich habe mich da nicht mehr getraut. Ich habe mich wirklich bis zur 6. 7. Klasse nicht getraut, auf die Frauentoilette zu gehen, weil ich immer Blicke und Sprüche bekommen habe. Und das waren halt schon so Erlebnisse, die einen prägen und die halt nicht so cool waren. Das Gute war halt immer, dass ich Dinge hatte, mit denen ich mich profilieren konnte. Ich hatte halt meinen Sport, ich war sehr gut im Sport. Konnte dann den Jungs einfach zeigen, also bis zur Pubertät bist du halt einfach noch auf dem gleichen Level mit den Jungs, ne? Und dann konnte ich denen halt zeigen. Oder haben wir ich kann das genauso gut wie ihr und konnte mich da beweisen. Und auch so in der Schule war ich nicht so schlecht und deswegen war das für mich, also konnte ich damit einfach gut umgehen. Aber dazu gehört natürlich auch, sich selbst zu reflektieren. Also du hast es ja in wahnsinnig jungen Jahren schon diese Erfahrung gemacht. Genau, man bekommt einfach komische Blicke. Genau, so. Und das reicht ja schon in dem Alter, reicht es schon aus. Ne? Ich heiße Montag, ich weiß, wie das ist, wenn permanent jeder irgendeinen blöden Spruch macht zum Namen bis heute. So, ja. Alle sind total kreativ und denken, das hat noch keiner. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar so, aber schon ein bisschen so anders zu sein, Kommentare zu haben, das macht schon was mit Menschen. Und woher oder wann ist für dich eigentlich die Entscheidung getroffen, wie dein Weg aussehen soll, wie du damit... Ja, also das war für mich auch eine längere Phase, einfach damit oder das zu akzeptieren, dass man halt ein bisschen anders ist. Ich muss halt immer wieder betonen, dass ich durch meinen Sport halt und auch durch meine einigermaßen guten schulischen Leistungen immer einen Rahmen hatte, in dem ich mich beweisen konnte und das hat mir Selbstbewusstsein gegeben und ich wusste, okay, auch wenn ich jetzt in anderen Bereichen irgendwie ein bisschen Ablehnung erfahre, ich habe immer noch was anderes, über was ich mich profilieren konnte. Aber ich war schon immer tendenziell eher ein schüchterner und nicht so selbstbewusster Mensch. Und es ist interessant, was einfach mit dem Alter kommt. Also wenn man älter wird, wenn man andere Dinge erfährt und Lebenserfahrung gewinnt, dann kommt das einfach so Stück für Stück, dass man sich nicht mehr so viele Gedanken darüber macht, was andere über einen denken. Das war ein super großes Problem für mich. Ich glaube, so dann nach der Schule, Studium angefangen, im Studium Dinge gelernt, da ist selbstbewusster geworden, auf eigenen Beinen gestanden, eigene Wohnung gehabt und sowas. Und dann klickt das irgendwann, dass man halt seinen Stiefel einfach durchzieht und ein bisschen weniger darüber nachdenkt, was halt
eben andere denken. Also Selbstbewusstsein und ja, Megathema. Eine innere Sicherheit zu haben, ja. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende für viele, ne? Die ja. bis ins hohe Alter danach suchen und eine Unsicherheit auf jeden Fall, mit sich ja. tragen. Also wie wichtig ist es tatsächlich, eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft herzustellen, wenn man tatsächlich diese ja. Dinge mal überwinden will, an denen wir ja politisch, sage ich mal, auch viel arbeiten und vielleicht auch viel Quatsch passiert in der Politik? Denn manchmal sind es ja die substanziellen, die echten Dinge, die dann mhm. in der Gesellschaft mehr verfangen. Ne? Ja, nein, es ist mega wichtig, dass es Vorbilder gibt und dass man selbst auch als Vorbild agiert. Ich bin mir das noch immer bewusst, dass ich für viele Menschen, vor allem junge Mädels, ein Vorbild bin. Ich bin ja nun eine Frau in einer männerdominierten Sportart und das ist jetzt nicht so typisch, was ich mache, aber es ist halt möglich und mhm. man kann das machen. Und auch wenn man vielleicht am Anfang, ich könnte mir vorstellen, wenn Mädels im Alter von 10, 12 Jahren, dann sind nur Jungs, die Fahrrad fahren und dann wird man da schnell ausgeschlossen, weil man halt ein Mädchen ist und du kannst das nicht und so weiter und so fort. Ja, aber warum? Mhm. Also warum soll ich das als Mädchen nicht auch können? Mhm. Und das will ich einfach zeigen. Man soll halt das machen, worauf man Lust hat mhm. und sein Ziel verfolgen, seine Träume verfolgen und nicht zu viel drauf geben, was wenn andere mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, das geht nicht, warum soll es nicht gehen? Mhm. So, und das geht oder sowas hilft einfach extrem, wenn man dann ein Vorbild hat, das zeigt, ich bin diesen Weg gegangen, das und das ist möglich. Und das öffnet einfach den Kopf so sehr für andere Leute. Das, ja, ich denke einfach, dass es extrem wichtig ist. Ja. Du bist ja nun auch die erste Frau, die bei Syndicate ja. fährt. Wahnsinnig spannend, ist ja auch ein riesen Ding. Ich meine, das ist wahrscheinlich das professionellste, das größte Rennteam, was man gerade hat. Was glaubst du, hat das auch in der Szene, in der Mountainbike-Szene zunächst mal für Skepsis gesorgt und haben alle gesagt, Mensch, endlich, da gehört ja. sie hin und gar nicht hinterfragt, wie ich jetzt sage, du bist es, ja. Sondern das war gar kein Thema. Wie war das da für dich? Also es war ein Riesenschritt, die erste Frau im Santa Cruz Syndicate-Team zu sein. Es ist eines der legendärsten Teams der Downhill-Geschichte. Und da haben nur Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger und so weiter sind dort gefahren. Und jetzt habe ich es endlich als erste Frau in das Team geschafft. Es gab noch nie vorher eine Frau, es wurde da noch nie drüber gesprochen. Das Feedback war mega positiv. Mhm. Viele haben einfach gesagt, es ist endlich an der Zeit und du bist der perfekte Fit. Und schön, dass du es geschafft hast. Ich war ja vorher schon auf Santa Cruz unterwegs und es war dann der richtige Zeitpunkt, glaube ich, jetzt einfach in das Team dann auch zu gehen. Und ich glaube, es ist generell gerade ein großer Wandel in der Downhill-Szene, in der Downhill-Welt. Es gibt immer mehr Teams, die Frauen in den Teams haben. Also eigentlich mittlerweile jedes große Team hat mindestens eine Frau auch im Team, was super gut ist. Es ist einfach cool, dass es jetzt einige Mädels von uns gibt, die da einfach auch mal was dazu sagen, sich positionieren und sich stark machen dafür. Und das bringt, glaube ich, den Sport voran, die Frauen im Sport voran, aber auch die Frauen generell in der Gesellschaft. Also ich meine, wenn es nach Marktwert geht und nach dem, wie man einen Markt beeinflusst, hast du den größten Marktwert wahrscheinlich in Deutschland. Weil in Deutschland. Ja, gut, das ist ja kein ganz kleiner Markt. Du bist ja auch medial wahnsinnig präsent. Ich habe eben angesprochen, nicht nur Profisportlerin, abgeschlossenes Psychologie. Studium. Wie stellst du dir das eigentlich vor oder wie willst du dein Wissen, was du jetzt im Studium erworben hast, was du sozusagen auch täglich anwenden kannst, ja. ne? weil du kennst Drucksituationen, ja. Wie geht es eigentlich da weiter? Ja, coole Frage, weil für mich ist so, klar, man hat hingearbeitet auf den Master und wollte das Studium abschließen und das hat dann auch erstmal irgendwie gut getan, jetzt diesen Abschluss zu dieses haben. Dieses schöne Bild. Den Zettel, richtig, vom Jentama genau. mit der Abschlussarbeit und dann ein paar Wochen später auch das Zeugnis in der Hand zu halten. Einfach gut mental, eben wieder mental, ne? aber eine Absicherung zu haben und zu wissen, mein Sport ist nicht alles und wenn im Sport irgendwas schief gehen sollte, ich habe ein zweites Standbein. Und genau so hat mich das aber auch beim Studium entspannt, weil ich wusste, ich habe irgendwie noch meinen Sport nebenbei und ich kann mich immer auch da flüchten hin, wenn es mal zu viel im Studium wird. Deswegen ist das einfach super ineinander übergegangen und die Masterarbeit, das hat mich alles, es klingt zwar immer, boah, eine Masterarbeit schreiben, aber es hat mich nicht so gestresst, weil ich es irgendwie alles. Es ist einfach super harmonisch ineinander übergegangen. Und als dann das Studium fertig war, habe ich dann irgendwie sogar. Was machst du jetzt? Letzten Sommer, ja, irgendwie. Also, ich meine, ich muss nichts anderes machen. Ich verdiene mein Geld mit dem Radfahren und das ist jetzt momentan mein Job. Aber irgendwie habe ich kognitive Kapazitäten. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, eine Promotion noch zu machen und dran zu hängen. Ich meine,
Masterarbeit war zum Thema Hypnose im Downhillfahren. Mhm. Wie gehe ich mit der Drucksituation im Rennen um und wie kann ich mit einer Hypnose mich da besser fokussieren und bessere Leistungen damit erbringen. Und jetzt darauf aufbauen möchte ich weiter im Bereich Extremsport was machen, Thema Angst im Extremsport und vor allem auch Frauen im Extremsport. Das ist jetzt so mein grobes Thema. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Findungsphase, wie es dann konkret aussehen wird. Aber genau. Ja, also dafür toi, toi, toi. Das wird auch ein langes Rennen, ne? So eine Promotion. Ja, das stimmt. Ich habe das Ganze jetzt angefangen. Wir werden ein, zwei Studien machen. Und wenn sich in 2-3 Jahren ergeben sollte, ich mache es aus Gründen nicht fertig, dann habe ich vielleicht trotzdem ein Paper noch publiziert. Und das ist auch cool. Aber ich habe jetzt momentan erstmal das Ziel, das zu beenden. Mal gucken, ob wir dann Frau Doktor gewinnen sehen irgendwo auf einer Mountainbike. Schauen wir mal. Strecke. Fokus. Was ist für dich Fokus? Wo brauchst du den Fokus oder die Fokussierung, um Top-Leistung abzurufen? Und wie tust du das? Ja. Ich finde es interessant, weil Fokus assoziiert man zunächst erstmal nur mit Top-Leistung und in dem Moment muss ich extrem fokussiert sein, um mein Bestes zu bringen. Für mich ist Fokus aber viel mehr. Für mich ist Fokus im Alltag auch wichtig. Fokus auf Kleinigkeiten, wenn ich Dinge mache, dass ich einfach fokussiert bin, bestimmte Aufgaben in dem Moment zu machen. Und das muss halt nicht meine Höchstleistung sein, sondern es können Kleinigkeiten im Alltag sein. Oder wenn ich eben weiter an meiner Promotion schreibe, dann muss ich darauf fokussiert sein. Und wenn ich mein Training mache, dann muss ich darauf fokussiert sein. Oder selbst wenn ich esse, sollte ich aufs Essen fokussiert sein und mich nicht abgelenkt am Handy nebenbei. Guter Hinweis. Also einfach so Kleinigkeiten, wo ich finde, wo ein Fokus eben ja, weiterbringt und irgendwie dann auch am Ende glücklicher macht. Konzentrier dich auf das, was du jetzt machst, sei bei dir, geh nochmal durch. Zum Beispiel, wenn ich halt einen großen Sprung das erste Mal springe, dann gehe ich nochmal kurz bevor ich losfahre gewisse Dinge durch, dass ich auch wirklich alles gedacht habe, mir das nochmal visualisiert habe und ich habe immer so kleine Rituale, die ich irgendwie vorneweg nochmal mache, die mich in diesen Fokus halt nochmal reinbringen und dann kann ich losfahren und dann weiß ich, dass ich es schaffe und dass ich es gut machen kann und wenn dann was schief geht, dann kann ich mir zumindest nicht vorwerfen, dass ich mich nicht vorbereitet habe, aber das hilft einfach in diesem Fokus halt. Was ist denn eigentlich der Flow, von dem immer alle so begeistert sind und der die Liebe zum Fahrradfahren dann eigentlich auch mitprägt? Ja. Ich glaube, das Beste ist, man erfährt das mal selber. Lädt sich mal ein Fahrrad aus und fährt mal einen Flow-Trail runter. Ja, ja. Also Flow jetzt im wissenschaftlichen Sinne quasi so gesehen ist so ein Zustand, in dem man ganz fokussiert auf die eine Aufgabe ist, die man gerade macht, alles um sich herum vergisst und total in dieser Aufgabe aufgeht. Man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl und es klickt einfach alles. Es geht harmonisch ineinander über und das beschreibt ja im Prinzip auch Flow, im Deutschen Fließen. Ne? Man fließt quasi den Trail hinunter und es funktioniert einfach alles perfekt oder optimal. Aber ist das ein emotionaler Zustand oder ist das eher ein kognitiver Zustand? Ja. Oder hängt das beides miteinander zusammen? Genau, das eine ist voraussetzend, dass ich das als Glück und als positiv empfinde. Richtig, das hängt schon alles auch miteinander zusammen. Und das spielt sich auch viel kognitiv eben ab. Und zeigt sich dann aber auch in Emotionen im Endeffekt. Oft sind dann auch, werden Endorphine ausgeschüttet nach so einem Flow-Erlebnis, nach einem guten Lauf eben auch oder nach einer Abfahrt, die einfach Spaß gemacht hat. Und das gibt es natürlich nicht nur im Mountainbiken. Was würdest du eigentlich den Frauen und auch den jungen Mädels raten, wenn sich so eine Unsicherheit einstellt, zu sagen, Mensch, ich traue es mir gar nicht zu, das zu überwinden, weil das ist ja am Ende der erste Schritt, darauf hinzuarbeiten, dass man dann am Ende auch ein Ziel erreicht. Toll, auf jeden Fall. Ich finde, was immer schon mal hilft, ist sich zu veranschaulichen. Es ist einfach statistisch gesehen so, dass sich Frauen Dinge weniger zutrauen, sind nicht ganz so risikobereit wie Männer. Und wenn man das weiß, dass das rein biologisch so ist, hilft das oft schon, weil man dann eine Erklärung dafür hat, finde ich. Und dann kann man, dann weiß man, okay, gut, das sind nur, weil meine Hormone halt ein bisschen anders sind. So, also muss ich mir bisschen mehr in Hintertreten halt zum Beispiel. Und ich analysiere einfach immer gerne, woher kommt diese Unsicherheit? Warum ist es so? Warum kommen diese Gedanken? Woher kommt es? In sich reinhören, drüber nachdenken und dann, wenn man Gründe gefunden hat, drüber nachdenken, sind die gerechtfertigt? Ist es berechtigt, dass ich so denke? Oft ist es nämlich einfach gar nicht so. Und wenn es so ist, abwägen.
wie schlimm ist das, was sind eventuelle Konsequenzen des Ganzen, was sind die Chancen einfach, die ich da damit bekomme, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe. Das hilft einfach auch, an dieses Gefühl zu denken, wenn man dann so eine Herausforderung angenommen hat und das Ganze klappt, man fühlt sich oft ziemlich gut dabei. Ja, genau. Also jeder, der mal einen Sprung gesprungen ist, den er sich vorher nicht zugetraut hat, das ist ein tolles Gefühl. Ja. Kleine Grüße an Anja, die mir in Oberhof mal sehr geholfen hat. Aber es ist ein tolles Gefühl. Also Fokus zu finden, sich die Dinge zuzutrauen und die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Ich sage auch immer, die Dinge können zweifach enden, entweder erfolgreich oder lehrreich. Und ich war vor kurzem bei der Fuck-Up-Night, da ging es genau darum, dass auch Politik mal durchaus zugeben kann, dass man Fehler macht. Und wir sind ja Menschen, ist was Menschliches. Ne? Ich finde den Spruch von Nelson Mandela da immer schön. Der sagt halt, ich verliere nie, sondern ich gewinne oder ich lerne. Ja, okay, genau das ist es eigentlich. Ne? Genau. Mountainbikesport, wahnsinnig viele Facetten. Nicht nur Downhill, ich sag mal, das ist wahrscheinlich die extremste Variante, ein Fahrrad benutzen zu können. Sondern das naturnahe Radfahren. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch etwas, wo wir in Thüringen durchaus profitieren könnten. Und wir haben ja als FDP und ich auch persönlich so eine Mountainbike-Strategie vorgestellt, wo es darum geht, ein Produkt zu entwickeln, was so interessant ist, dass Leute zu uns kommen wollen. Du bist ja nun wahnsinnig viel unterwegs. Ich kann ja sagen, heute ist der 10.3. Du kommst quasi ganz frisch aus Japan, aber nicht nur das, du warst vorher in Australien und davor warst du in Neuseeland. Also du siehst viel und du kennst quasi jeden Bikespot. Und nicht alles ist für Freaks, sondern auch für Familien natürlich. Ganz super spannend. Weil du das alles kennst, wie siehst du denn die Chancen, dass Thüringen, wenn man es klug macht, sich tatsächlich zu einer Destination entwickeln kann, die eben attraktiv ist und Leute hierher kommen in den Thüringer Wald und unsere Gäste sein wollen. Ja. Das, also ich sehe definitiv großes Potenzial hier in Thüringen, weil wir einfach ein super Gelände haben. Mhm. Der Thüringer Wald ist perfekt, was die Höhenmeter angeht, zum Trail Center entwickeln, zum Hochtreten. Wir haben zwei Bikeparks, die schon existieren, die man noch weiter ausbauen kann mit Oberhof und Steinach. Perfekte Voraussetzung. Die Sportschule in Oberhof, super Voraussetzung. Warum nicht einen Cross-Country-Weltcup nach Oberhof holen? Mhm. Wenn das Stadion haben wir und im Sommer liegt kein Schnee, das heißt, die Biathleten sind da nicht. Richtig. Also die Infrastruktur in Oberhof zum Beispiel ist ja schon super. Mhm. Das heißt, warum die nicht auch im Sommer nutzen? Ne? Mhm. Und auch grundsätzlich sehe ich da definitiv Potenzial, eben auch wenn man um den Globus guckt, was es so in anderen Orten und Ländern gibt. Vom reinen Terrain her hängen wir da nirgendwo hinterher und wir müssen das nur noch ein bisschen, und es tut sich ja Stück für Stück was, aber wir müssen das ein bisschen geballt angreifen, um da eine gute Struktur reinzubringen und Thüringen Vorzeige-Bundesland in Deutschland zu machen. Also auch da nutze ich einfach das Wort Fokus, nämlich, dass das Land versteht, dass es da auch um Infrastruktur geht. Ja. Ja, wir sind ja auch in der Bike-Szene selber, ist Thüringen für die Freaks natürlich immer präsent, weil wir haben die ältesten Downhill-Rennen, Ilmenau, Steinach, Tabarz. Und jeder, der aus der Szene kommt oder der Profi ist, der kennt auch Thüringen und hatte damit zu tun. Aber jetzt geht es darum, sag ich mal, das touristisch weiterzuentwickeln. Bei 16,2 Millionen Menschen, die in Deutschland regelmäßig Mountainbike fahren. Also eine riesen Chance. Also Fokus auch da, damit sozusagen die Gemeinden oder Gebietskörperschaften nicht alleine, sage ich mal, Probleme lösen müssen, die sie alleine gar nicht lösen können. Ja. Ja. Also auch da Fokus. Und das Schöne ist ja, wir haben ja auch Firmen in Thüringen, die woanders gefragt sind mit ihrer Expertise und dann hier aber vor einem Riesenberg stehen und sagen, nicht nur, dass sie gerne da Strecken bauen wollen, sondern es passt nicht als Teamplay zusammen zwischen Politik, Landesebene und anderen Ebenen. Also was ist so ein bisschen auch dein Wunsch für die Mountainbike-Szene in Thüringen? Es wäre mega cool, wenn wir hier in Thüringen einfach einen Hotspot fürs Mountainbiken entwickeln können. Ich komme aus Thüringen, ich bin Thüringerin und ich möchte auch gerne hier bleiben und
Wenn sich dann die Trainingsmöglichkeiten für mich einfach noch ein bisschen verbessern würden und natürlich auch für andere potenzielle Athleten und Nachwuchssportler, aber eben auch für den Breitensport und sind wir wieder beim Thema mentale Gesundheit. Sport ist extrem wichtig für den Ausgleich und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn wir da das gemeinsam angreifen könnten und ein bisschen mehr in die Richtung arbeiten könnten. Potenzial ist da, wir müssen es nur noch umsetzen. Potenzial ist da, wir müssen es nutzen. Wir haben auch eben drüber gesprochen, das Handy auch mal den Fokus einzulegen vom Handy. Ja. Und wenn man Rad fährt, braucht man beide Hände am Lenker im Normalfall. Ja, das ist und, sehr gut, ja. Ne, also Kinder und Jugendliche geben ja viel Geld aus, Prävention, Aufklärung, Medienkompetenz und so weiter, alles wichtig. Aber das Einfachste ist, sein Bike zu nehmen und direkt hinter der eigenen Scheune, sage ich mal, in den Wald zu fahren und da Spaß zu haben. Also Nina, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Und ja, wir kämpfen weiter, dass es auch deinem Wunsch sozusagen in Erfüllung geht. Ja? Freut mich. Wunderbar, danke schön. Danke dir sehr. Cool. War gut.